Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder der Olli für euch am Start mit Let's Play Evoland 2. Yo, Freunde, wir sind jetzt hier in der Kaiserlichen Bibliothek in Genua und wollen jetzt ein bisschen was über die Magaliten und die Magie erfahren. Und zwar von diesem alten Sack hier, der ganz fasziniert diese tolle Statue ohne Kopf anguckt. Und damit wir für sein Wissen prepared sind, weil sonst verstehen wir das alles nicht, ne? Wir sind ja ein bisschen doof, müsst ihr wissen. Deswegen müssen wir jetzt 6 bis 8 Prüfungen bestehen, also praktisch eine Schlüsselkompetenzen. Bestehen, Prüfungen und dann quatschen wir mal mit den Leuten und ich würde sagen, wir machen alle 8, oder? Seid ihr der neue Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zurande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Jupp. Das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in antiken hyrulischen Ruinen gefunden. Zelda lässt grüßen. Er hat kein Schloss, nur die bizarren Tasten mit Symbolen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. Oh nee, muss es jetzt wieder Professor Layton-Scheiß sein? Oh nein. Nummer 3. Mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Also es muss in einer Reihenfolge, schätze ich mal, passieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und dann ist Feierabend. Okay. Man sieht auch hier die Pfeile übrigens, okay. Ja, so schon gar nicht. Okay, dann muss es 1, 2, 3, 4... Ah, okay, verstehe. Okay. Hier, der vielleicht. 1, 2, 3. Aha, aha, aha. Aha, Sackgasse. Okay. Dann hier vielleicht. Nee, also die schon gar nicht. Hier darf ich nicht hinkommen. Okay. Ich schätze mal, dass das hier die letzten sind. Weil hier füllt's. Ne? Die beiden müssen es die letzten sein. Okay, hier, 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 hier. Nein, geht nicht. Hier geht auch nicht. Das heißt, die drei sind schon mal tabu. Der ist tabu auch. Der ist auch tabu, der ist auch tabu. Hier vielleicht. Hier auch nicht. Der hier auch nicht. Das ist schwer. Aber es muss auch der letzte, muss der goldene sein. Oder sind die Pfeile hier für den Arsch? Aber, keine Ahnung. so falsch, ja. Ich habe es einfach nur mal geguckt. Tja, blablabla. Okay, nochmal. Erklär's mir nochmal, weil müssen die jetzt auch so in der Reihe sein? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Blablabla, blablabla, bla, ja. Okay. Mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Okay. Ich denke schon, dass es so ist, oder? Wenn ich jetzt hier anfange. Zack, 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 zack. Und dann bin ich in der Falle. Aber es führt auch nur der hier. Irgendwie kann es mit dem Pfeil nicht ganz stimmen. Weil, wenn ich hier anfange, ich kann nur hier anfangen, damit er überhaupt beim Goldknopf endet. Es gibt sonst keinen, der auf den Goldknopf zeigt. Deswegen scheiße ich jetzt mal auf die, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, das ist aber lang nicht nur die 1, aber das muss wahrscheinlich eine eindeutige Antwort sein, oder? Ich denke schon, dass die Pfeile was zu bedeuten haben, oder? Wenn ich jetzt hier anfange, dann lande ich wieder hier. Und dann komme ich hier nicht weiter. Wenn ich hier anfange, ist er auch wieder hier. Wenn ich hier anfange, ist er hier. Wenn ich hier anfange, genau das gleiche. Wenn ich hier, dann lande ich direkt beim goldenen Knopf. Wenn ich hier anfange, eins, da, da, da. Oh Mann. Wenn ich jetzt einfach mal sage, hier. Nee. Okay. Also wir können jetzt natürlich doof rumprobieren. Weil, jetzt, pass mal auf. Also, wir machen es rückwärts. Warum mache ich es eigentlich nicht rückwärts? Ich spast. Okay. Das heißt also,
Ich bin fester Überzeugung, das ist der einzige, der geht, dass ich hier auf den letzten goldenen Knopf komme. So, dann machen wir es rückwärts. 1, 2. Okay, also 1, 2. Dann sind wir 1, 2. Ja, jetzt ist halt die Frage, von wo kommen wir? Ich sag jetzt von hier. Da geht nur der hier. Da geht nur der hier. Da geht nur der. Da geht der hier. Da geht der hier. Da geht der hier. Da geht keiner. Es müsste ein Knopf sein, auf den nichts zeigt. Also wo man nicht so drauf kommen kann. Ich sehe sonst keinen. Von hier geht nichts, von hier geht auch nichts. Von hier geht auch nichts. Hey! Hallalalala! Hat doch gar nicht lang gedauert, ne? Das cutte ich übrigens. Ach, herzlichen Dank. War ja gar nicht so schwierig. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Nice. Boah, also... Ja... Weißt du, in einem Professor Layton Game bekommst du es wenigstens erklärt, ne, von wegen, das ist die Richtung und, ne, also, aber mit den Zahlen, mit den Pfeilen habe ich ja schnell bekommen, ne, aber mit den, dass es Schritte sind, wusste ich nicht. Es hätte auch 1, 2, 3, 1, 2, 3 immer sein müssen, keine Ahnung. Nächste, ihr seid Student, ihr werdet schon sehen, ob Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen, jopp. Ihr werdet schon sehen, das ist furchtbar einfach. Oh. Nummer 9, optische Option. Ein Strahl aus Quelle A muss in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. Okay. Ach so, ah. Also, oh Gott, Moment. Ah, okay, das ist sowas, wie wir es vorhin hatten, ne? So in Dungeon. So, ich nehme jetzt mal einen hier, der ist dann hier, so. Dann, Kopfhörer gerade mal kurz noch schieben. Dann sind wir hier, also wir können die Spiegel verschieben, aber nicht die Kristalle. Das ist jetzt schon mal blöd, weil jetzt komme ich da nicht durch, okay. Dann muss es anders gehen. Ich sehe jetzt schon, das wird nix. nee, warte mal. Okay, Moment, dann ist das hier schon mal Quatsch. So, wenn ich das nämlich weglasse, dann habe ich jetzt die 2 Kristalle schon mal. Dann bewegen wir den mal hier hin. Dann bewegen wir... ja. Das wäre natürlich der direkte Weg, ne? Wäre natürlich am leichtesten. Moment mal kurz. Kann ich die auch noch drehen? Dann wird es aber noch komplizierter. Machen wir es so. 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 Dann war es so. Das wird wieder nichts. Ah, man kann die so tauschen. Okay, verstehe. Ja, sieht doch schön aus, was ich hier mache, oder? Scheiße. Okay, also zumindest mal das hier oben geht schon mal gar nicht, weil sonst kann ich ihn nicht zurücklenken. So. Jetzt pass auf. Der muss auf jeden Fall mal so hin, sonst trifft er gar nicht. So. Vielleicht sollten wir, ne, wieder so ein bisschen rückwärts denken. Dann muss auf jeden Fall... Hm.
Ich mache jetzt den mal ganz weg. Ah, bin ich gut. Ich bin so ein schlauer Kerl, ey. Ohne Scheiß. Welche Kombination kann man jetzt hier wählen, damit alle getroffen werden? Okay. So. So treffe ich die beide, wenn ich den hier wegmache. Das ist echt toll, aber hier muss ich von unten kommen irgendwie. Deswegen vermute ich jetzt auch mal, dass der hier hingehört. Dann treffe ich nämlich die beiden. Jetzt ist nur noch die Frage. Ja, nämlich, wie kriege ich die? So, wenn ich jetzt nämlich so bin. So, dann kriege ich nämlich drei. Was mache ich jetzt mit euch, dass es auch noch die anderen trifft? So, geht's nicht. Beziehungsweise vielleicht doch, ich lasse mal da stehen. Muss dann so hin. So hin, so hin. Ich habe viel zu wenig Kristalle, ey. Wow, ey. Das ist echt nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach, Jungs. Nee. Aufhören will ich nicht. Also, so weit kommt's noch, dass ich mich von so einem kleinen Pipi-Spiel da... Okay. Also, wie geht man an so eine Aufgabe ran? Das ist das Problem. So. Das ist, also der Kristall hier, der geht mir richtig auf den Sack hier. An sich, die dir an der Wand stehen, sind echt blöd. Ganz, ganz doof sind die. Drei kriege ich hin. Reicht das auch? Alle sechs Kristalle will der haben. So, jetzt mache ich mal alle weg kurz. Moment. Ups. So. So. Ich mache die jetzt mal alle weg. So. Ausgangsposition. Ich habe zwei, die das machen. Zwei. Einer, der das macht. Also ich darf nur einmal nach oben. Das sehe ich ja richtig, ne? Ich kann nur einmal von hier nach hier. Okay. Wenn ich aber von hier hinkomme, dann habe ich hier ein Problem wieder. Das heißt, das ist es schon mal nicht. Deswegen machen wir es anders. Wir machen es so, so, so. Machen dich wieder weg. So. 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 Ah, ich hab's. Ich hab's. Nicht ganz. Fuck. Ich hab alle sechs Kristalle. Aber der letzte fehlt mir. Halt. Ich hab ja noch einen. Nur, wie kriege ich den Scheiß jetzt? Ich hab alle sechs Kristalle aktiviert. Das ist so. Es ist sogar eine 6 geworden. Schön, ne? Ich kann nur... Scheiße. Aha, fast. Das, daran habe ich noch nicht gedacht. Der geht hier lang, so lang, da lang. Kann ich irgendwas ersetzen? Kann ich vielleicht euch ersetzen? Das geht. Es geht. Es geht. Geil. Ja, okay. Fertig. Okay, daran habe ich nicht gedacht, dass die an beiden Seiten gespiegelt werden können. Oh, habt ihr es gelöst? Tja, ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient. Geil, geil. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich kann doch jetzt nicht drei Parts lang hier rumhocken, oder? Ich mache noch eins, komm, dann schneiden wir ein bisschen. Hallo, meine feine Freunde. Es ist mal eine große Freude, euch klassische Müllerei zu erklären. Ich möchte euch lernen, ja. Ich danke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Ich weiß schon, warum ich Professor Layton nie gespielt habe. Vervollständigt das Gemälde, indem die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheinen.
die mit einem Punkt markiert, markieren Farben, was? Die mit einem Punkt markiert werden können, können nicht verschoben werden. Okay. Easy. Gut. Also, in einer Zeile oder Spalte darf nicht dieselbe Farbe sein. Das heißt, der ist schon mal schlecht, denn tun wir... Der darf also nicht hier sein. So, machen wir es mal so. Der, machen wir mal hier hin. Der kann demnach nur hier hin. Beziehungsweise kann auch da oben hin. Hier tauschen wir auch nochmal. Hier haben wir aber zweimal blau noch drin und der kreuzt sich auch mit dem. Dann tauschen wir mit dem. Dann stimmt das schon mal. Jetzt kümmern wir uns mal hier drum. Hier können wir mit einem gelben tauschen. Ja. Haben wir noch irgendwas doppelt in der Zeile? Ja, hier das rote. Da müsste aber rein theoretisch immer noch was Doppeltes sein, dass ich mit dem tauschen kann. Sehe ich es gerade nicht. Oder irgendwas, was überflüssig ist, was ich trotzdem tauschen kann. Also ich könnte jetzt mit Gelb tauschen zum Beispiel. Mit Gelb, also könnte ich das hier tauschen. Halt, das hier. Nee, könnte ich nicht. Ich nehme alles zurück. Beziehungsweise halt, ich könnte dieses Gelbe auch jetzt noch mit was tauschen, oder nicht? Ich könnte es mit gar nichts tauschen. Toll. Ist wie bei Sudoku jetzt. Immer weiter rumtauschen, bis es geht. In dieser Zeile könnte ich jetzt wieder Gelb reinmachen. Und dann wäre ich wie beim Anfang. Jetzt habe ich hier Grün drin. Es darf aber nicht hier drin sein. Hier sollte Gelb wieder drin sein. Aber das funktioniert. Habe ich irgendwas doppelt? Nö. Nö, oder? Halt, blau. Das Blaue stört hier, da muss ein Rotes rein. Ach. Scheiße. Gar nicht so einfach, wa? Hier muss jetzt ein Rotes rein. Ja, toll. Sackgasse. Einfach nur die beiden vertauschen? Nee. Die beiden vertauschen? Nee, gar nicht. Die beiden vertauschen? Weil die sind sowieso in einer Reihe, danke. Jawohl. Hammer. Das war einfach. Das war relativ einfach. Bei dem einen, also ich weiß nicht, beim ersten Spiel war es wirklich so, komm erstmal drauf, wie es funktioniert, ne? Und das zweite war, dass man das doppelt spiegeln konnte, wusste ich nicht. Also ein kleiner Tipp am Rande bei beiden wäre ganz gut gewesen. So, wir wollen ja 4 Spiele machen, also 8 Spiele insgesamt. Deswegen würde ich sagen, 4 Spiele pro Part. Ich möchte jetzt nicht da 5 Parts lang nur Rätsel machen. Entschuldigt bitte, dass ich das jetzt ein bisschen geschnitten habe. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händlergrad. Ah, das ist jetzt irgendwas mit Schriften. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Koordinierungssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Oh, toll. Sagenhaft, wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte für Kryptografie. Code. Welches der 4 Symbole vervollständigt die Serie unten? Oh, wow. Toll, kann ich jetzt einfach alle 4 mal ausprobieren, oder? Aber wir versuchen es mal beim ersten Mal. Wir haben hier... Ja, das ist wieder ein System rausfinden, ne? Das ist immer geil. Da kommt ein Punkt rein. Ich würde sagen,
Oh Mann. Vincent, eins von den beiden. Aber auch nur deswegen, weil sie ein bisschen ähnlicher aussehen. Hier, weil ich weiß es wieder. Also da ist jetzt ein Viereck mit einem Punkt, ein Viereck mit einem Punkt, wo ein Teil praktisch rausgestoßen wurde. Dann haben wir ein Viereck, wo zwei Punkte hat und eine Kachel. Dann haben wir zwei Kacheln mit zwei Punkten und einen Punkt in der Mitte. Und hier hätten wir jetzt ein Viereck mit zwei Seiten und einen Punkt. Hier zwei Kacheln und drei Punkte. Ein Viereck mit fünf Punkten. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt das hier. Nee, natürlich nicht. Freunde, also das ist mir jetzt auch zu doof. Das hat jetzt auch nichts mit logisch denken zu tun hier. Das geht es hier darum, ein System rauszufinden. Ich nehme jetzt einfach alles. Ist mir jetzt egal. Ja, das war klar, dass es nicht stimmt. So, jetzt geht gleich meine Kamera aus. Und da bin ich wieder. So, nee, das ist mir zu doof, muss ich ganz ehrlich sagen, das Rätsel. So, mein zweiter Gedanke war eigentlich das hier. Okay, ich lag total daneben. How to, verbaus so schlecht wie möglich. So. Dann war es wirklich das hier? Ich habe keine Ahnung. Mir über sowas Gedanken zu machen. Ja. Keine Ahnung. Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt müsst ihr mir wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt meinen Leistungspunkt. Okay. Gut, Leute. Das war's mit der etwas längeren Rätselstunde mit Evoland 2. Ja. Die ersten drei Rätsel fand ich eigentlich ganz cool. Das letzte war jetzt ein bisschen dumm, finde ich. Also einfach nur so... Ja. Vielleicht bin ich darin auch einfach nicht gut. Kann sein. Ich weiß nicht, also wenn mir hier irgendwer erklären kann, wie man darauf hätte jetzt kommen können. Okay. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.